Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Oblivion. Letzten Part, ja, Azani Schwarzherz. Ich habe mich wegen Pflichten an Mordrain Oren gewendet, aber er beschied mir, dass er keine offiziellen Pflichten hat. Er bat mich jedoch, ihn später heute Nacht bei seinem Haus zu treffen. Okay. Ah, lag grad, sorry. Beziehungsweise gerade eben bin ich gegen's. Gegen's Bett gelaufen, stimmt. Sorry, dass gerade meine Stimme sich komisch anhört. Aber ich bin gerade richtig unvorbereitet gewesen. Wo man auch dran erkennt, dass ich vergessen hatte, mir meinen Timer zu stellen. Ich schlaues Kind. So. So, wird eh nicht mehr als nur zwei Minuten gewesen sein. So, ich muss jetzt zum Mordrain Orens Haus. Und ja, mal schauen, was er für inoffizielle Pflichten hat. Denn, ja, was kann man sich drunter vorstellen? Weißt du denn, ich weiß es selber gerade nicht mehr. Zumindest nicht auf die Schnelle. Ich weiß nur noch, wo sein Haus steht. So. Ich glaube, hier warte ich dann nochmal so 2 Stunden. Hat er gesagt, nur nach Sonnenuntergang, glaube ich. Und da ist jetzt die Sonne untergegangen. Mal schauen. Ah, da ist er ja. Gut, ihr seid hier. Wir müssen unseren Verpflichtungen nachkommen. Jo. Pflichten. Pflicht. Warum dreht sich alles, oder? Die Dunkelforstrotte macht uns kaputt. Sie stehlen unsere Aufträge und unsere Mitglieder. Oh. Es ist unsere Pflicht, zurückzuschlagen. Wir müssen Schritte gegen sie einleiten. Und zwar jetzt. Oh, okay. Warte mal, war eigentlich wegen Reinald Jemane. Das, also stimmt, das ist eine andere Aufgabe. Sorry. Ich habe sie mir genauer angeschaut. Einige beunruhigende Dinge gehört. Wir wissen, dass sie eine Gefahr für uns darstellen. Und wir wissen, dass sie gut sind. Und warum sind sie so effizient? Warum haben wir sie nicht aufgehalten? Gute Frage. Ich habe Geschichten gehört, aber es lässt sich nichts beweisen. Vielleicht arbeiten sie mit einem Magier zusammen. Vielleicht sind sie auch nur gut ausgebildet. Was ich weiß, ist, dass sie jeden Auftrag annehmen und dann alles tun, um ihn auch auszuführen. Und es ist ihnen egal, wer ihnen in die Quere kommt. Oh, und warum haben wir sie nicht aufgehalten? Velena ist seit der Schwarzherz-Mission vorsichtig geworden. Sie hat Angst, dass man uns umbringt. Aber so sterben wir einen Tod auf Raten. Azani Schwarzherz. Diese Mission war erst der Anfang. Das war, als Vitellus umgebracht wurde. Wir wurden von einem Magier namens Argot engagiert, um etwas von Schwarzherz zu bergen. Ich bin mit 20 Männern hineingegangen und mit 5 wieder heraus. Oh. Vitellus war nicht dabei. Er starb, während er unseren Rückzug deckte. Das ist natürlich scheiße. Und was hat das mit der Dunkelforstrotte zu tun? Ich habe mich umgehört. Anscheinend haben sie den Auftrag für uns zu Ende gebracht. Ich bin mit 20 guten Männern hineingegangen. Ich kann nicht glauben, dass die Bande alles schon erledigt hat. Und das ist nicht alles. Argot, er ist tot. Das Artefakt ist verschwunden. Hört sich wie ein abgekartetes Spiel an. Vielleicht hatten sie eine Absprache mit Schwarzherz. Ich weiß nicht, aber das finde ich heraus. Also, was denn jetzt? Jetzt finden wir heraus, was tatsächlich passiert ist. Und wir machen es öffentlich. Ich möchte zeigen, wie die Leute von der Dunkelforstrotte wirklich sind. Ich kann euch nicht befehlen, dieses Mal mit mir zu kommen. Es ist gefährlich und Velena darf nichts davon erfahren. Es ist eure Entscheidung. Natürlich bin ich da. Wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ich möchte mir Schwarzherz Festung in Arpenien genauer anschauen. Trefft mich an der Gildenhalle in Leyavin. Von dort gehen wir los. Okay. Und was war jetzt eigentlich mit Azani Schwarzherz? Wir müssen herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Das kommt mir alles verdächtig vor. Ja, okay. Gut.
Auf geht's. Jo. Auf geht's. Und ab jetzt wird die Gilde sogar richtig interessant. Leia Wien war hier unten. Ganz da unten, ja. Also, es geht zwar eine Ewigkeit, bis die Gilde endlich mal richtig in Fahrt kommt, aber... Fail. Sorry für diesen Cut. Richtig nice. Hab nämlich vergessen, meinen Laptop anzuhängen. Und statt einfach nur eine Meldung zu kommen, ja, soll ich mal wieder anhängen? Nein, geht gleich mal raus und dann konnte ich gerade meinen PC neu starten. Und ohne Witz. Audacity hat mir gerade das Leben gerettet, weil sonst hätte ich nochmal nachkommentieren müssen, da hätte ich mal so gar keinen Bock drauf gehabt. Also, wir wollten nach Leia Wien. Epic Fail. Müsst ihr euch wirklich jetzt einfach mal so vorstellen, du spielst ganz normal und plötzlich kommt das Geräusch und gleichzeitig geht's einfach mal so aus dem Spiel raus. Oh Gott. Naja, was soll es? Jetzt funktioniert ja wieder alles. Bis auf die Tatsache, dass ich wieder mal zu inkompetent war. Um einfach mein Laptop, der Quatsch. Das ist inoffiziell. Ich halte einfach so. Ich war zu inkompetent, die Zeit weiterlaufen zu lassen. So, jetzt habe ich's. Alk. Wo zum Teufel ist hier die schöne Gilde? Das hier ist eine Gilde. Oh Gott, der Part steht schon mal unter einem guten Stern. Alter, bin ich gerade erschrocken. Don't know why. Wo bist du denn, wenn ich mal fragen darf? Anscheinend direkt unter mir. Hä? Wo? Wo bist du? Der ist es nicht. Hier. Wir müssen in Arpenien suchen. Los jetzt, ich folge euch. Arpenien. Gut. Los. Spring. Oder renn runter. Wie es dir beliebt. So, wo liegt denn Arpenien? Ah, da. Okay, und ich war sogar schon mal dort in Arpenien, lol. Oder wir können einfach nur dort schnell hinreisen. Egal, auf jeden Fall, wir haben einen guten Begleiter, nämlich Modrin Oren persönlich. Und ich würde sagen, wir gehen rein. In Arpenien. Und ehrlich gesagt, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an Arpenien. Sieht aus wie eine alte Eileiden-Festung. Oh Gott. Der erste Gegner hier war schon mal besiegt. Und übrigens, ich habe sehr wohl Fackeln, ich voll Idiot. Ratten, ernsthaft? Ja, so starke Gegner sehen anders aus für mich. Ich weiß ja nicht. Oh. Oh. Ah, nice Sache. Als ob. Alter. Das ist aber mega die böse Falle. Denk mal hier, ja, das geht runter. Willst du da drauf liegen und plötzlich geht das Teil da nach oben und zack, bringt dich um. Das ist eine nice Falle. Gut, aber hier muss man nicht hin. Sondern hier nach oben. Ich bin mir sicher, hier lauern noch andere Gefahren. Als Ratten und so. Gut, die Ratte wäre dann auch erledigt. Das war's dann damit. Ist hier hinten irgendwas Besonderes? Nope. Und ich glaube, ab hier geht's dann richtig los. Ah! Oh Gott.
Oh Gott. Es war klar. Oh. Ah. 30 Gold und Goldnugget, nice. Hä? Ah, du schießt auf uns, ah. Scheiße. Ich wurde sogar von einem Teil erwischt anscheinend. Läuft bei mir. Wohin bringt uns Arpenien? Hey! Alter, du hast kaum mehr Leben, Junge. Lass dich mal lieber heilen. Aber Madrin Oren kann nicht sterben, soweit ich weiß, weil der ist ja schließlich wichtig hier. So. Mal schauen, wo geht's denn hier überall lang? Aber die Fallen hier sind nice. Oh Gott. Ja. Logisch. Ah. Au. Modrain, wo bist du? Modrain? Modrain. Ja gut, das entweder war es bei ihm ein Ladefehler oder keine Ahnung, was los ist. Alter, als ob das schon jetzt Schaden zählt. Ach Gott. Ich bin so dumm. Wo sind wir hier eigentlich? Hey! Alles klar. So, ich gehe da gleich durch. Jetzt schaue ich mich hier nur. Oh, okay. Bah. Scheiße, und irgendwie spinnt auch gerade meine Maus. Ha! Ach, da bist du. Wo warst denn du? Egal, wir haben dich wieder gefunden. Das ist die Tatsache. So. Alter! So, und das war ja auch wieder so eine Sackgasse, Alter. Dieses reinste Labyrinth hier. Naja, egal. Jetzt heißt das, dass wir wieder den Weg nach oben finden. Ach da! Die Leiche. Egal, lassen wir den mal. Ah, hier sind wir noch nicht gewesen. Bis jetzt ist die ganze Quest schon ein bisschen zu einfach. Da oben gibt es noch einen Weg, wo wir noch nicht waren. Na, wenn wir schon mal hier sind, na, dann suchen wir auch alles ab, ist klar. Ah, okay. Da waren wir sehr wohl schon. Aber da muss es nochmal einen anderen Weg geben. Den wir noch nicht komplett erkundet haben. Und der ist dort oben, glaube ich. Die Frage ist jetzt halt, wie kommen wir... Ah, okay. Geht's auch rein? Und da ist der Weg. Aha. Gut, der ist auf jeden Fall nice gestorben. So, und da oben ist, glaube ich, unser Ziel. Sieht zumindest so danach aus. Da waren wir ja schon. Das Teil hier haben wir noch nicht geöffnet. Ah. Nichts Besonderes, ein ganz normaler Trank. Die Frage ist jetzt halt einfach, wie kommen wir da nach unten? Wieder. Ja, wobei die Frage ist eigentlich nicht so schwer. Einfach den Weg wieder zurücklaufen. Ah, schon 12 Minuten rum. Nehmt mir nicht immer meine Zeit weg. Aber das ist ja alles einfach viel zu ruhig, bis auf die paar Fallen. Aber die können einen gar nicht umbringen. Alter. Mich hat das Teil gegen die Wand gedrückt.
Oh, das ist das Teil da unten wieder. Ja gut, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Schnell weg hier, bevor es uns umbringt. Schnell weg hier. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Bah. Hier liegt Blut. Nee, diesmal nicht, diesmal nicht, diesmal nicht. Oh, das ist verdammt gut getarnt, Alter. Ich dachte gerade, das wäre unten mal drin. Aber es ist nur eine Ratte. Mit nichts Besonderem. Einfach nur eine einfache Motte. Motte vor allen Dingen. Ratte, würde ich sagen. Ah, stimmt ja. Das war ja gerade der Raum. Wo wir noch nicht alles erkundet haben. Da oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder so. Hä? Ich blick's gerade ehrlich nicht, wo wir hin müssen. Weil ich meine, da unten war alles fail. Vielleicht muss ich irgendwie da nach oben kommen. Gibt, glaube ich, da irgendwo einen Weg oder so. Don't know. Hast du mir eigentlich irgendwas Neues zu sagen, Modrain? Ja, wie der langsam läuft. Nichts. Ich wusste es. Azani Schwarzherz ist nicht hier. Weder tot noch lebendig. Als ob. Diese Bastarde. Es gab keine Schlacht. Azani muss eine Absprache mit der Dunkelforstrotte gehabt haben. Ich denke ja, dass sie ihn dafür gezahlt haben. Sie holen die Waffe für Argot, streichen den Lohn ein und sagen Azani, wo der Magier ist. Für Schwarzherz ist es einfach, das Geld für die Waffe zu bekommen. Hm. Was machen wir jetzt? Wir finden Schwarzherz und holen uns diese Waffe. Wir erfüllen diesen Auftrag und dann lassen wir alle in Cyrodiil wissen, was hier passiert ist. Schwarzherz ist von den Ruinen der Eilheit fasziniert. Es gibt eine nordöstlich von hier namens Atatar. Ich wette, er hat seine Basis dorthin verlagert. Ich gehe voran. Okay. Wir werden es ihnen zeigen. Oh ja. Das werden wir. Mist, hätte ich das gewusst. Beziehungsweise ich wusste es, aber ich hab's vergessen. Und wisst ihr was? Ich rüste mich gerade mal ein bisschen neu aus, weil mich geht nämlich, regt nämlich langsam aber sicher. Dieses von den Handschuhen auf. Dafür haben wir jetzt die Feuerhandschuhe. Und ich glaube sogar nochmal andere Handschuhe, bin mir gerade ehrlich nicht sicher. Ne, die Feuerhandschuhe, aber die sind auch verdammt geil. So, dafür die. Warte mal. Really, man kann zwei verschiedene Handschuhe anziehen? Ach so, nee. Das hier sind zwar Handschuhe, ja, aber die Hörstäder-Handschuhe gehen nochmal drüber. Ja gut, mich regt jetzt schon langsam ein bisschen auf und ich glaube, die lasse ich jetzt dann auch mal weg. Aber wisst ihr, was ich auch vorhin gefunden hatte? Beziehungsweise ich kann ja sogar nochmal einen Ring tragen, warum habe ich das noch nicht gemacht? Schockschild und Feuerschild. Würde ich sagen, Schockschild. Ah nee, doch nicht. Warum kann man nur einen Ring tragen? Voll bescheuert, ey. Naja, egal. Achso, ich glaube, wenn man... Nee, ich habe sogar zwei Ringe an. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall nervt uns jetzt nicht mehr diese komische Schleier da. Ist eigentlich eine ganz gute Sache, ja. Aber auch nur in solchen Höhlenerkundungstouren. Oder Mini-Dungeons, sage ich jetzt mal. Aber ja... Man kann es auch übertreiben mit dem Tragen von dem. So. Das Doofe ist halt jetzt einfach, dass wir dem hinterherlaufen müssen. Weil ich habe nämlich keinen Plan, wo das ist. Naja, ich hab's sogar mal hingekriegt, dass er mich angegriffen hat. Weil ich ihn versehentlich geschlagen hatte. I'm genius, I know.
Ach ja, das Let's Play wird auf jeden Fall noch eine Ewigkeit gehen, habe ich so das Gefühl. Aha. Erbärmlich. Von einem einfachen Banditen K.O. geschlagen zu werden, ist schon traurig, ne? Oh! Der hat eine besondere Waffe, Alter. Große Axt der Seelenfalle, nice. Wenn man so eine Waffe hat, dann kann man Gegner. Oder wenn man halt den Zauber Seelenfalle hat. Ach so, wir haben zwei Ringe. Ah, einmal Ring der Agide. Ah, okay, ich hab's jetzt verstanden. Wenn man nämlich so eine Waffe hat und oder den Zauber Seelenfalle und es dann auf einen Gegner anwendet und dieser dann stirbt, dann kann man das dann in seinen Seelenstein reinmachen und dann kann man ohne irgendwelche Probleme seine Waffen wieder komplett aufwerten. Aber so ein Zauber der Waffe ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen unnötig. Gut, dann würde ich sagen, schmeiß ich dieses Stahlkurzschwert weg, weil ich meine, das hat gar nichts zu bieten, ne? Es ist kurz. Und ja. Und was schmeißen wir denn noch weg? Irgendeine schlechte Waffe, eine Klinge des Leids, die wird es eh nichts bringen. Ups, kurzer Lag. Wir haben noch eine Koboldgalle. So schwer ist die sicherlich nicht, die Koboldgalle, ne? Ne, 0,2, oh Gott. Was schmeiß ich denn da weg jetzt? Langschwert der Betäubung. Ja, das ist halt alles so teuer, ne? Bis auf das Claymore. Was tun wir denn da weg? Kurzschwert der Müdigkeit. Und ich bin immer noch zu schwer belastet, na geil. Oder wisst ihr was? Ne, ich lass die Waffe hier fallen. Ist nichts Besonderes. Hat noch schon irgendwas? Dietrich, kann ich gebrauchen? Na, egal. Lass uns weitergehen. Mal drehen. Wobei, ich glaube, wir besuchen Azanis Festung oder neue Festung erst im nächsten Part. Ja. Das klingt doch nach einem fairen Tausch, oder? Heute ist halt nichts passiert, ne? Wir haben keine Zeit zum Reden. Ups, ich wollte eigentlich auch gar nicht reden, ich wollte eigentlich springen. Wir werden es Ihnen zeigen. Ja, dann lauf halt zu. Boah, meine Fresse, wo ist denn das? Ich glaube, das ist die nächste Höhle, wo da unten angezeigt wird. Das sind dann wieder diese zwei Hämmer, wo wie ein Kreuz aussehen. Und ja, das ist anscheinend wirklich so. Da oben. Ne, warte. Also die Höhle wo ist da oben. Ach Quatsch, da unten die Eileide. Seht ihr da unten? Bei dem, wo der Pfeil ist, der grüne. Da seht ihr so ein komisches Zeichen nebendran jetzt. Das ist, glaube ich, die Eileidenruine. Schon ein bisschen arg unnötig, dass man diesen Weg jetzt so warten muss. Vor allen Dingen, ich darf nicht schneller laufen, weil sonst bleibt er nämlich stehen. Nerv. Oh, hier gibt es einen Schenke irgendwo. Und es regnet. Es geht sehr langsam voran. Halleluja. Ich hasse es, hinter NPCs in dem Game hinterher zu laufen. Das ist einfach so unnötig und langweilig und. Schnarch.
Boah, Junge, jetzt beeil dich doch einfach mal. Falls es mir nicht glaubt, der bleibt stehen. Also im Normalfall ist es so, dass die NPCs dann stehen bleiben irgendwann. Naja. Boah, jetzt da nach unten fallen, ne? Na gut, ich dachte, das wäre jetzt hier ein Berg und wir fallen und so weiter nach unten. Aber anscheinend ja nicht. Und da vorne ist es endlich. Alter. Ja. Ihr habt gefunden. Asasa. Sorry. Gott. Atata. Klingt auf jeden Fall nice. Das Witzige ist, in meiner alten Klasse hieß einer Tatar. Mit Nachnamen. Warum denke ich jetzt gerade an den? Gut, gehen wir mal noch rein und im nächsten Part werden wir dann Atata mal gründlich durchforsten und versuchen Azani zu finden. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ja, bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Bye!